Ich glaube, die Europäische Union hat hier eine gute Gelegenheit bekommen, an einem wertvollen Projekt mitzuarbeiten, und zwar in erster Linie natürlich durch finanzielle Unterstützung. Wir haben durch die Förderung von LIFE die Möglichkeit, ca. 60% der Kosten, die hier im Zusammenhang mit diesem Projekt entstanden sind, mit europäischen Mitteln abzudecken. Ich glaube, was ganz bemerkenswert ist, nicht nur, dass es ein erfolgreiches Projekt generell ist, sondern dass dieses erfolgreiche Wirken dadurch auch dokumentiert ist, dass dieses Projekt in der Zwischenzeit zum dritten Mal mit LIFE-Mitteln unterstützt worden ist, was üblicherweise nicht so der Stand ist. Meistens hast du eine Projektperiode, vielleicht ein zweites Mal, aber hier ist ein drittes Mal Geld bewilligt worden, das zeigt, hier wird Geld auch zielführend und sinnvoll eingesetzt. Ich bin, wie vielleicht der eine oder andere weiß, ich bin Niederösterreicherin, ich bin im Weinviertel zu Hause und ich war auch einige Zeit für den Natur- und Umweltschutz in Niederösterreich zuständig und bin jetzt in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament, im Umweltausschuss tätig, aber auch im Landwirtschaftsausschuss. Und daher ist es mir so wichtig, dass die Trappe einen Lebensraum hat, in dem nicht nur der Bestand erhalten wird, sondern auch die Chance besteht, dass er ausgeweitet wird. Was mir persönlich sehr wichtig ist, und das wird auch in diesem Trappenprojekt so schön gelebt, ist einfach das Zusammenspiel. Und ich finde, das Trappenprojekt zeigt ganz deutlich, dass in der Zusammenarbeit, und in Niederösterreich wird das vorgelebt, aber in dem Trappenprojekt generell, dass die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft, die Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Energiewirtschaft hervorragend funktioniert. Und da muss man auch den Projektbetreibern wirklich ein großes Dankeschön und ein Kompliment aussprechen. Als Europapolitikerin ist es mir natürlich ein Anliegen, dass wir voneinander lernen, und natürlich ist es das Schönste, wenn man von großartigen Projekten lernen kann. Und da ist es auch wichtig, dass man gut funktionierende, erfolgreiche Projekte vor den Vorhang holt. Und das Trappenprojekt ist meiner Meinung nach da wirklich ausgezeichnet worden, indem es von den mehr als 4000 Projekten, die in der Zeitspanne von 25 Jahren stattgefunden hat, jenes Musterprojekt war, das anlässlich 25 Jahre LIFE in der Europäischen Union die Titelblätter, darf ich jetzt einmal sagen, nämlich Facebook zum Beispiel, geziert hat, und dass das von der Kommission auch so transportiert wurde: hier haben wir ein Projekt, von dem man in Europa lernen kann. 25 Jahre erfolgreiche LIFE-Projekte in der Europäischen Union zeigen auch, dass die Europäische Union nicht nur zum Teil sehr komplizierte Gesetzeswerke verfasst, sondern wirklich ganz aktiv dazu beiträgt, dass die Natur und die Umwelt in Europa erhalten bleibt. Wir haben das jetzt auch erweitert um den Bereich Klimaschutz. Und ich glaube, dass diese Projekte so fühlbar machen, so sichtbar machen und erlebbar machen, was wir im europäischen Zusammenwirken erreichen können. Das geht mit vielen anderen Projekten nicht so anschaulich wie hier mit diesen LIFE-Projekten, und das Trappenprojekt ist eines, wo man das wirklich sehr deutlich erleben kann. Das kann nur funktionieren, wenn hier europäische Player zusammenarbeiten.